ist ein kleiner, süßer, kuscheliger Gefährte. Wegen seiner lebendigen Art ist er vor allem bei Kindern sehr beliebt. Doch in den letzten Jahren haben sich die Einwanderer aus Amerika stark vermehrt und verbreitet. Mittlerweile werden sie sogar als Plage angesehen. Sein Tastsinn und sein gutes Gedächtnis machen es ihm leicht, sich schnell und gut an die verschiedenen Lebensräume anzupassen. Doch der Mensch hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, den kleinen Bären zu jagen und zu essen. Das haben wir schon probiert und das ist an sich gut gelungen. Der schmeckt auch sehr lecker. Im 20. Jahrhundert begannen die Waschbären sich zu verbreiten. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist es ihnen gelungen, weite Teile Deutschlands zu besiedeln. Darunter auch Brandenburg an der Havel. Einer von den süßen, pelzigen Tieren lebt im Krugpark in Gefangenschaft. Mitarbeiterin Andrea Kausmann kümmert sich mit ihrem Team seit 2,5 Jahren um Waschi und weiß, wie die Säugetiere ticken. Waschbären haben keine natürlichen Feinde bei uns. Sie sind also ursprünglich mal aus Nordamerika hier eingeschleppt worden zur Pelztierzucht oder auch zur Haltung in Freigehegen. Und die haben sich selbstständig gemacht und können sich gut vermehren und werden dadurch immer mehr zur Plage. Schätzungen zufolge gibt es ungefähr 100.000 freilebende Waschbären in Deutschland. Davon werden jährlich ca. 15.000 erlegt. Rudolf Schmücker ist in Brandenburg an der Havel ansässig und seit gut 50 Jahren ein waschechter Jäger. Seine alte Hundedame Betty begleitet ihn seit über 10 Jahren. Doch er selbst hat noch nie einen Waschbären geschossen, geschweige denn gegessen. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Hat der Bauer nicht kennt, der Fretter nicht. Ich weiß nicht, ob sie das gebrauchen können, aber nee. Das ist sicher mal früher zu Zeiten, wo wirklich die Nahrung knapp war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Liebhaber geben sollte, die das auch für alltäglichen Bedarf oder zu irgendwelchen Feiern Waschbären essen wollen. Doch es gibt sie, die Liebhaber, die das Fleisch des süßen Bären als Delikatesse ansehen. Es gibt in Brandenburg einen Mann, der aus den putzigen Zeitgenossen eine, ja, sehr spezielle Leckerei zaubert. Und dieser jemand ist Norbert Voss. Ich bin selbst auch Jäger, wie mein Vater auch. Und ich bin probierfreudig und deswegen habe ich gesagt, wir versuchen einfach mal aus dem Waschbären Schinken herzustellen. Und das haben wir schon probiert und das ist an sich gut gelungen. Der schmeckt auch sehr lecker. Wenn man allerdings solch skurrile Ideen wie Herr Voss hat, gibt es einiges zu beachten. Der Waschbär muss untersucht werden, auf Trichinen und wird auch untersucht auf den Muskeligel, der sehr gefährlich ist. Und vom Veterinäramt ist das alles soweit abgesiegelt. Ich darf das verarbeiten, auch Schmalz von machen und Schinken und alles. Wir haben nichts dagegen. Wenn dann die weniger schöne Arbeit getan ist, kann aus dem abgetrennten Fleisch der Schinken werden. Und da waren wir natürlich dabei. Der Waschbär wurde ja gehäutet. Ja, abgebalgt. Abgebalgt, dann wurde das Fett abgemacht. Ja. Und jetzt liegt da hier das Fleisch, liegt jetzt hier. Und wie wird es jetzt verarbeitet, dass ein Schinken daraus entsteht? Ja, der wird zusammengelegt. Ja. Ein bisschen in Form gebracht. Und dann wird der in ein Netz gezogen. Okay. Dass er nicht auseinanderfällt, ein bisschen Form behält. So, und jetzt ist der Schinken bereit zum Pökeln. Pökeln heißt? Mit Gewürzmischung, mit Pökelsalz. Er wird da für mehrere Tage in eine Kiste gelegt. Und wenn er nach 3-4 Tagen fertig ist, abgewaschen, hängt noch mal einen Tag zum Nachbrennen, nennt man die Geschichte. Und nach diesem anderen einen Tag wird er dann in der Räucherkammer hängen. Und so sieht das Endprodukt dann aus. Eigentlich sehr appetitlich und wie ganz normaler Schinken. Er stammt aber von einem kleinen, süßen, maskierten Bären mit weichem Fell. Trotzdem wird gekostet. Und es schmeckt sogar richtig gut. Wie reagieren denn eigentlich die Leute so auf Waschbärwurst, Waschbärschinken? Also, ist unterschiedlich. In Potsdam zum Beispiel sind die Leute, nein, ich möchte auch nicht verrückt nach, aber sie fragen sehr viel nach. Und rufen auch teilweise an. Und dann gibt es wieder Leute, die mögen das nur gar nicht. Ja. Weil sagen einfach, der Waschbär, so schick wie er aussieht, mit seinem schönen buschigen Schwanz und sieht doch schick aus. Aber er macht ja auch sehr viel Schaden. Ja. Und durch den Schaden ist natürlich auch die Bodenbrüter nehmen ab und Hasen werden, Junghasen werden genommen. Und deswegen wird endlich der Waschbär bei uns so sehr gejagt.
Einige Tierschützer sehen das allerdings ganz anders. Wir haben Kontakt zur Tierschutzorganisation PETA aufgenommen, um herauszufinden, was sie über die Tötung der Tiere und die Verarbeitung von Waschbärfleisch denken. Insgesamt gibt es nicht sehr viele Waschbären in Deutschland. Das belegen die Abschusszahlen, die die Jäger offenlegen. Also Waschbären ist eine eher selten vorkommende Tierart im Wald. Und die Fachliteratur gibt keinen Hinweis darüber, dass Waschbären im Zusammenhang mit der Schädigung der Artenvielfalt, also von Vögeln beispielsweise oder anderen Tieren, im Zusammenhang stehen. Die Jäger allerdings benutzen solche Aussagen, die allerdings nicht nachhaltig sind bzw. nicht geprüft sind, gerne, um eben ihr Tun zu rechtfertigen. Wie man es nun sieht, ist fraglich. Einerseits ist es ungewohnt und grausam, den beliebten Bären zu ermorden und zudem noch zu teurer Wurst zu verarbeiten. Andererseits wächst die Population der Plage weiter. Letztendlich muss jeder für sich entscheiden, wie er dazu steht. Der Schinken hat an sich sehr gut geschmeckt und die Tiere werden nicht gequält. Und das ist auch die Hauptsache.